diesem Tutorial geht es darum, wie man besonders mit der Extrude-Funktion ein paar Möbel erstellen kann. In dem Fall wollen wir einen Tisch erstellen, um den mehrere Stühle herumdrapiert sind, sowie eine Art Stehlampe und das natürlich alles im Low-Poly-Modus, also doch recht einfach. Bevor wir beginnen, möchte ich noch hinweisen auf diese Illustration der Maus. Ja, das wird jeweils anzeigen, auf welche Taste ich hier drücke bei der Maus und auch welches Tastaturkürzel ich verwende, wird hier normalerweise angezeigt. Insofern soll es das Ganze etwas nachvollziehbarer machen. So, ich lösche erstmal hier den Cube und schaffe mir mit Hilfe einer Plane einen Boden, auf die ich auch meine Stühle und meinen Tisch platzieren werde und werde auch hier mit einem Cube jetzt beginnen. Den ziehe ich mir erstmal ein bisschen höher und fange an, aus diesem Grundkörper meinen Tisch zu modellieren. Ich skaliere den erstmal in Z-Richtung, um die Dicke des Tisches festzulegen. Ja, das ist eine adäquate Dicke. Dann skaliere ich in Y-Richtung und in X-Richtung. Dann schaue ich mir das Ganze einmal aus der Top-Perspektive an, beziehungsweise da steht jetzt Top-Ortho. Das heißt, einerseits sehe ich es von der Top-Perspektive, also ganz von oben und im Ortho-Modus, das heißt ohne perspektivische Verkürzung. Das ist auch gut so, weil ich nämlich die Proportionen im Moment hier feststellen möchte. Ich finde, der Tisch ist ein bisschen breit geraten im Gegensatz zu seiner Länge und skaliere noch ein bisschen Richtung Y. So sieht eigentlich, ja, so gefällt mir die Proportion besser. Schauen wir den ganzen Tisch noch einmal an. Ja, so kann ich auf jeden Fall daran weiterarbeiten. Der Tisch ist auch etwas über dem Boden schon angebracht, also alles läuft wie geplant. Dann möchte ich gleich die jeweiligen Beine hier herausziehen. Um diesen Tisch jetzt weiter zu bearbeiten, wechsle ich in den Edit Mode, also vom Object in den Edit Mode mit Hilfe der Tab-Taste. Und jetzt kommt die erste der beiden Funktionen, die hier sehr wichtig ist, und zwar die Funktion Loop, Cut and Slide, die im Edit Mode halt angewandt werden kann. Ich drücke STRG R und da sehen wir schon, je nachdem welche Kante ich hier auswähle, legt sich wie ein Gummiband dieser Loop um das Objekt. Und wenn ich mich auf eine Achse geeinigt habe oder wenn ich mit einer Achse zufrieden bin, klicke ich mit der linken Maustaste und dann anschließend kommt die zweite Aktion des Loop Cut and Slide. Den Loop Cut habe ich gesetzt und jetzt slidet er an die Stelle, an der ich ihn bewege. Ja, setze ihn mal hier dran. Und jetzt wechsle ich aber nochmal in den Top-Auto-Modus, um hier einigermaßen saubere Cuts zu machen. So, wir sehen, das ist gar nicht so schwierig. Ansetzen, Loop-Cut bestätigen und anschließend sliden. Und wir sehen, wir haben jetzt hier mehr Geometrie fabriziert, und zwar rund um das Objekt hinweg. Ich wechsle jetzt gerade hier mal in den sogenannten Wireframe-Mode. Ja, sieht man hier, hat sich hier geändert. Vom Solid-Mode in den Wireframe-Mode. Da kann man mit der Taste Z immer hin und her schalten. Und wir sehen, dass sich auch auf der Unterseite hier durch den Loop-Cut neue Geometrie gebildet hat. Was wir jetzt tun, ist hier einfach nur unten hinzugehen. Ich wechsle jetzt wieder mal gerade in den Solid-Mode. Ja, so sollte es nicht sein, also sehe ich nichts. So, habe jetzt ein bisschen die Position verändert. Ich gehe in den Solid Mode und bin aber noch immer in dem Bearbeitungsmodus des Objekts und wähle nun den Flächenauswahlmodus und wähle mir diese vier Flächen mit gedrückter Shift-Taste aus, die ich nun brauche. Es macht in dem Fall keinen Sinn, die einzeln auszuwählen und anschließend zu extrudieren, denn dann würden sie verschiedene Längen haben. Es macht also Sinn, diese alle vier sofort anzuwählen und mit der Extrusion, mit Taste E, jetzt sofort alle gleichmäßig nach unten zu ziehen. Auf eine Höhe, die mir ungefähr von den Proportionen her stimmig erscheint.
Wir gehen wieder in den Object Mode, können also das ganze Objekt jetzt bewegen oder verziehen und überprüfen jetzt mit dem Front Auto Modus, ob wir denn auf der adäquaten Höhe sind mit dem Tisch und sehen, ja, ein bisschen kann er noch runter, damit er auch genau auf der Plane, die sich hier auf der X-Achse befindet, liegt. So sieht es doch schon mal ganz gut aus. So, es geht weiter mit den Stühlen. Ich wähle hier mein Objekt ab mit A und beginne jetzt eigentlich in der gleichen Art und Weise, wie ich eben angefangen habe, meinen Tisch zu modellieren. Fange ich jetzt auch an, meine Stühle zu modellieren. Ich ziehe mir einfach hier anhand dieser Pfeiltasten mal den Stuhl auf eine gewisse Höhe, skaliere in Z-Richtung, um die Dicke des Stuhls zu haben. So, mache ich ein bisschen dünner als die jeweiligen, als den Tisch. Auch hier gehe ich in den Top-Modus. Jetzt ist es natürlich so, alle drei sehen, haben die gleiche Farbe. Also das heißt, jetzt in dem Fall sehe ich gar nichts. Also wechsle ich auch hier wieder in den Wireframe-Mode und habe wunderbar die Möglichkeit zu kontrollieren, wo sitzt mein Tisch und an welcher Stelle sitzt jetzt mein Stuhlobjekt. Ich skaliere diesen Stuhl erstmal in Y-Richtung, dann in X-Richtung, also jedenfalls die Stuhlfläche. So ungefähr gleiches, jawohl. Ich habe das mit Absicht jetzt nicht als komplettes skaliert, weil dann würde ich auch die Höhe des Stuhls oder die Dicke des Stuhls in dem Fall skalieren. Das möchte ich verhindern. Deswegen habe ich erstmal kurz in X und dann in Y-Richtung skaliert. Und wir sehen, wenn wir den Stuhl jetzt in diesem Top-Auto-Modus verschieben, der passt eigentlich ganz gut hier unter den Tisch. Da passt auch noch ein Stuhl daneben und hier noch einer und da noch. Also insgesamt 6 Stühle werden da wohl locker ranpassen. So, auch hier gehen wir hin. Und ähnlich wie beim Tisch arbeiten wir jetzt im Edit Mode und werden auch hier Loop Cuts positionieren, da wo wir nachher unsere Beine und Rückenlehne produzieren wollen. Das ist natürlich auf diese Art und Weise, die ich jetzt hier mache, ist es nicht ganz genau. Also da werden der ein oder andere wird sagen, oh, da ist vielleicht, es sind ja verschieden breite Beine des Stuhles, das ist korrekt. Das kann man natürlich auch auf eine deutlich bessere Art und Weise machen, mit Hilfe der hier oben existierenden Werte, die man eingeben kann. Das kommt mit Sicherheit in einem anderen Tutorial, insofern bitte ich da um Nachsicht. So, auch hier sehen wir die jeweiligen Geometrien, die sich da gebildet haben. Ich gehe jetzt wieder aus meinem Wireframe-Modus raus. Hier habe ich das Problem, dass ich nichts sehe. Und wähle jetzt hier wieder den Flächenauswahl-Modus an. Wähle diese 4 Elemente und extrudiere die wieder nach unten, bis ich ungefähr von dem proportionalen Gesichtspunkt her etwa die richtige Stuhlbeinlänge habe. Gehe jetzt mal in den Front-Auto-Modus und wechsle vom Edit in den Object-Mode, um das Objekt hier mal auf die entsprechende Höhe zu ziehen, wie den Tisch. Ja, so ist es ein Hocker, das ist schon mal ganz gut, aber wir brauchen natürlich eine Sitzlehne. Die werden wir jetzt hier produzieren, indem wir wieder in den Edit-Mode gehen, über die Tab-Taste, wählen hier die drei Elemente im Hintergrund aus und extrudieren die einfach nach oben und schon sehen wir, dass wir hier einen sehr schönen Stuhl produziert haben. Zurück wieder in den Object Mode und den Tisch einfach an den Stuhl einfach an den Tisch geschoben. Gucken wir uns das Ganze von oben nochmal an, sehen, da geht noch was. Und schon wären wir mit unserem ersten Stuhl fertig. Als nächstes brauchen wir natürlich mehr Stühle. Das heißt also, der eine Stuhl soll Gesellschaft bekommen. Ich bleibe in meinem Wireframe-Mode, der ist im Moment so schön passend, weil ich nämlich wunderbar hier sehen kann, wie die Stühle drapiert werden. Bleibe auch im Top-Auto-Modus. Das macht es für mich deutlich einfacher. Jetzt möchte ich natürlich nicht wieder anfangen,
aus einem Cube einen Stuhl zu produzieren, das wäre auch völlig sinnfrei. Da hilft uns der PC mit seinen Funktionalitäten doch deutlich weiter. Ich werde diesen Stuhl jetzt einfach duplizieren. Und das funktioniert mit Shift-D. Also ich habe den Stuhl angewählt im Object Mode, Shift-D und ziehe den jetzt einfach hier rüber. Man sieht, das wackelt jetzt hier so ein bisschen. Ich kann also auch hier eine Achse angeben, anhand derer ich diesen Stuhl platzieren möchte. In dem Fall wäre es die Y-Achse. Und man sieht wunderbar, dass ich hier mich entlang der Y-Achse bewegen kann. Der Vorteil des Top-Auto-Modus ist jetzt in dem Fall, ich kann mich entlang der X- und Y-Achse bewegen, aber nicht in Richtung der Z-Achse. Das heißt, der Stuhl befindet sich auf der gleichen Höhe wie sein Vorgänger. Insofern brauche ich da definitiv nichts mehr zu korrigieren. Und deswegen macht es auch immer Sinn, in den jeweiligen Modi, in den Auto-Modi, das heißt also entweder im Top-Modus oder im Front-Auto-Modus oder im Right, also Auto-Modus zu arbeiten, das ist beim Modellieren immer sehr, sehr wichtig. Ich gehe nochmal in den Top-Auto-Modus, möchte natürlich jetzt noch andere Stühle produzieren. Auch hier gehe ich einfach in Shift-D und ziehe den Stuhl hier hin. Wir merken natürlich, okay, jetzt haben wir ein Problem, jetzt steht der Stuhl mit seiner Lehne halb im Tisch drin, das wollen wir natürlich nicht. Und wir drehen den Stuhl jetzt einfach um 90 Grad. Wir drücken also R. Auf den Nummernblock geben wir die Gradzahl an und bestätigen mit der Enter-Taste und schon hat der Stuhl sich wunderbar gedreht. Das machen wir hier auf der anderen Seite auch. Shift-D. Setzen den Stuhl an seine Zielposition und rotieren jetzt ebenfalls um 90 Grad. Rotate. Also R. 90 auf den Nummernblock und sehen, gut, er dreht sich um 90 Grad, aber nicht in die Richtung, die wir wollen. Das lässt sich ganz einfach beheben. Ich könnte natürlich jetzt hingehen und sagen, okay, ich bestätige das, rotiere den anschließend nochmal um 180 Grad, aber das ist vielleicht ein Schritt zu viel. Ich drücke jetzt, nachdem ich R 90 gedrückt habe, einfach noch die Minustaste und er dreht sich um die andere Richtung oder in entgegengesetzter Richtung. Ich bestätige das mit der Enter-Taste oder mit linker Maustaste und schon sitzt mein Stuhl an der gewünschten Stelle. So, diese beiden Stühle sollen jetzt auch auf der anderen Seite erscheinen. Ich könnte es auch hier wieder so machen mit Shift-D, setze den hier an die Seite, drehe den um 180 Grad, alles ist gut. Da ich aber ein bisschen faul bin und so einen kleinen Kniff möchte ich natürlich hier auch noch zeigen. Ich wähle beide Stühle an und möchte diese beiden Stühle auch duplizieren. Das ist richtig. Shift-D. Und dann mache ich einfach mal, drücke ich die Enter-Taste, um diese Duplikation oder das Duplizieren zu bestätigen. Und ich möchte die einfach jetzt um diesen Punkt drehen. Wenn ich jetzt eine Rotationsbewegung ausführen würde, dann würden sie um diesen Punkt sich drehen. Das ist der Standardpunkt, der jetzt hier eingestellt wurde. Das ist der sogenannte Pivot Point, der im Moment einen mittelnden Punkt angibt zwischen den beiden ausgewählten Elementen. Das bringt mich natürlich nicht weiter. Ich möchte den Drehpunkt jetzt verändern. Ich stelle jetzt hier um auf 3D Cursor. Und wir sehen, der Punkt hat sich geändert. Und wenn ich jetzt die beiden duplizierten Objekte rotiere, dann rotieren die um den 3D Cursor. Ich möchte natürlich auch das recht exakt machen. Gebe jetzt am Nummernblock 180 Grad ein oder 180, drücke auf Enter. Und schon haben wir die beiden Stühle auf die andere Seite gebracht. Es ist nicht ganz symmetrisch, aber das ist im Moment auch gar nicht das Ziel, was wir hier haben. Auf jeden Fall haben wir jetzt schön unser ganzes Ensemble geschafft. Ich stelle das hier noch zurück auf den Median Point, weil das ist der Standardpunkt. Das ist auch gut so. In den meisten Fällen soll das auch so sein. Das war jetzt halt nur ein kleiner Kniff, um mir ein bisschen Arbeit zu sparen. Ich wähle das Ganze ab. Drücke Z für den Solid Mode und sehe, da haben wir unseren Tisch mit den sechs Stühlen.